Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie eine Merkmalsableitung für die Produktgruppe aus dem Materialstamm definieren. Zunächst einmal vergewissern wir uns, dass im Material A1, in der Sicht Grunddaten 1, ein Eintrag für die Produkthierarchie vorhanden ist. Wie Sie sehen, sind hier die Produktart PA1 und die Produktgruppe PG2 zugeordnet. Beide Informationen wollen wir nun über einen Tabellenzugriff in die entsprechenden COPA-Merkmale ableiten. Dazu gehen wir im Customizing-Menü der Ergebnisrechnung zum Punkt Stammdaten Merkmalsableitung definieren. Wir befinden uns nun in der Pflegetransaktion der Merkmalableitungsstrategie. Wir gehen zunächst in den Änderungsmodus und legen einen neuen Schritt an. In diesem Fall wollen wir auf Daten zugreifen, die in einer SAP-Standardtabelle vorliegen. Deshalb wählen wir die Schrittart Tabellenzugriff. Die allgemeinen Stammdaten von Materialien sind in der Tabelle MARA gespeichert, also geben wir diese Tabelle hier an. In der Merkmalsableitung pflegen wir zunächst eine Bezeichnung. Das Quellfeld definiert, nach welchem Tabellenfeld das System bei der Ableitung in der Tabelle MARA selektieren soll. In diesem Fall schlägt das System bereits als Feld die Materialnummer vor. Das Selektionsfeld für die Tabelle MARA wird somit aus dem COPA-Merkmal für die Artikelnummer übernommen. In der Zuweisung der Tabellenfelder zu Zielfeldern legen wir fest, aus welchen Feldern der Tabelle MARA Daten übernommen und in welche COPA-Merkmale diese fortgeschrieben werden sollen. Wir wollen aus der Produkthierarchie des Materials gleich zwei Merkmale ableiten, die Produktart, die wir aus den ersten drei Stellen der Produkthierarchie entnehmen können, sowie die Produktgruppe, die wir in den Stellen 4 bis 6 der Produkthierarchie finden. Um die Produktart abzuleiten, wählen wir also als Herkunft das Feld für die Produkthierarchie aus, technisch MARA PRDHA. Als Zielfeld, also das COPA-Merkmal, in das die Daten übernommen werden sollen, tragen wir entsprechend das Merkmal für die Produktart ein. Nun wollen wir aber nicht den gesamten Feldinhalt aus der Produkthierarchie übernehmen, sondern nur die ersten drei Stellen, die ja die Produktart identifizieren. Dazu gehen wir in die Detailansicht der Zuordnung und legen fest, dass nur ein Teil des Feldinhalts abgeleitet werden soll, und zwar die ersten drei Stellen. Analog verfahren wir für die Produktgruppe. Als Herkunft wählen wir wieder das Feld für die Produkthierarchie und verknüpfen es mit dem COPA-Merkmal für die Produktgruppe. Diesmal legen wir aber in den Details fest, dass drei Zeichen ab der dritten Stelle der Produkthierarchie übernommen werden sollen. Nun sichern wir die Ableitung und kehren zurück zur Merkmalableitungsstrategie. Wie Sie sehen, ist unser soeben angelegter Tabellenzugriff hier bereits eingetragen. Die Merkmale für die Produktart und die Produktgruppe sind eigendefinierte Merkmale, sodass wir noch Ausprägungen für diese Merkmale pflegen müssen. Dazu gehen wir ins Anwendungsmenü zum Punkt Rechnungswesen, Controlling, Ergebnis- und Marktsegmentrechnung, Stammdaten, Merkmalswerte, Merkmalswerte ändern. Als erstes wählen wir das Merkmal Produktart aus und tragen hier Werte ein. Entsprechend verfahren wir anschließend für die Produktgruppe. Um zu testen, ob unsere Merkmalsableitung funktioniert, erfassen wir nun einen manuellen Beleg in COPA. Dazu wählen wir über die Direkteingabe die Transaktion KE21. Wir tragen hier ein Buchungsdatum und eine Vorgangsart ein und bestätigen. In den Rechnungskopfdaten tragen wir den Buchungskreis ein und drücken die Enter-Taste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Dort geben wir den Artikel A1 ein, der unserem Beispiel zugrunde liegt, und gehen erneut mit der Enter-Taste einen Bildschirm weiter. Dort drücken wir schließlich auf den Button Ableitung. Wie Sie sehen, werden die Merkmale für die Produktart und die Produktgruppe mit Hilfe unseres Tabellenzugriffs abgeleitet.